Es sind unglaublich schreckliche Bilder und Videos, die uns aus den betroffenen Erdbebengebieten erreichen. Ganze Wohnblöcke stürzen ein und unter ihnen sind mehrere Menschen. Ganze Familien schaffen es nicht aus den Häusern und werden im Schlaf überrascht. Doch genauso schlimm trifft es Syrien. Durch den anhaltenden Bürgerkrieg sind viele Länder nicht bereit, da Hilfe zu leisten. Und so sind die Menschen, die dort leben, auf sich allein gestellt in dieser schweren Zeit. Während einige Rapper nun Spenden sammeln und selbst hinfahren, wie zum Beispiel Mois, Massiv oder auch Casey Rebel, ist ein Rapper mitten in der Stadt, wo das Erdbeben sie alle erwischt. Fyrat ist bekannt auf der Plattform TikTok und hat ein paar Songs veröffentlicht. Doch aktuell kämpft er in der Kälte um sein Leben. Mit dabei ist seine Familie. In einem Livestream bricht er nun in Tränen aus und hält den Druck überhaupt nicht mehr aus. Diese Naturkatastrophe kostet aktuell über 4000 Menschen das Leben. 13,5 Millionen sind in der Türkei und Syrien davon betroffen. Ich wünsche all den Familien viel Kraft in dieser schweren Zeit. Ist ein guter Mensch. Ich werde alles besser machen. Ich werde alles machen, so schnell wie es geht, was ich mir vorgenommen habe. Nie wieder werde ich eine Sache auf morgen verschieben. Nie wieder. Weil morgen kann es immer zu spät sein. Ich werde jedem Menschen, den ich liebe, sagen, dass ich sie liebe. Ich werde es alles besser machen.